Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, diesmal ohne Facecam-Rahmen. Ja, hahaha, witzig. Das kann ja nur wieder, das kann ja auch echt nur mir passieren, ne? Ja, also vor, nicht in der letzten Folge, sondern die Folge davor habe ich am Ende, anstatt die 5, wo ich hier meine schönen Fundamente habe, meine fundigen Fundamente, habe ich F5 gedrückt. Da passiert das. Da kommt mein Facecam-Rahmen. Den habe ich auf F5 geparkt. So, jetzt ist er weg. Ja, ich habe das die ganze letzte Folge über nicht gesehen. Also weder am Ende der vorletzten Folge noch die komplette letzte Folge über ist es mir einfach nicht aufgefallen. Naja, hat da unten jetzt ja nicht so gestört. Da ist ja einfach nur so. Was rahme ich denn damit ein? Ja, siehst du mal. Nur hier die Kürzel, wie ich das Menü öffne. Hat das wenigstens schön Rahmen gekriegt so lange. Naja, gut. Ja, halb so schlimm. Hat man mal ein bisschen Abwechslung in der Folge, hä? Gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier weiter. Ich hatte dieses ultra hässliche Konstrukt erschaffen, dieses Monstrum. Aber es funktioniert irgendwie. Das ist die Hauptsache. Dasselbe muss ich jetzt da drüben auch nochmal bauen. Ja, da komme ich nicht drum rum. Gut. Dann wollen wir doch mal, weil es so einen Spaß gemacht hat. Ne? So. Gucken wir mal. Den machen wir so. Dann den darüber. Und den machen wir darüber. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die Nummer 8. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht mal versehentlich die Facecam anmache. Dann hocke ich hier total mit zerzausten Haaren, schlapper T-Shirt an. Und auf einmal geht die Cam an. Wäre schlecht. Nee, da sollte eigentlich nichts passieren, weil ich habe da noch so eine kleine Klappe vor meiner Kameralinse. Heißt, selbst wenn ich die anmachen sollte, dürftet ihr mich nicht sehen. Es sei denn, ich habe vergessen, diese Klappe runterzumachen. Dann könnte es kritisch werden. Aber dann hätte ich ja immer noch die Option, diese Folge für alle Ewigkeiten zu verschwinden zu lassen, ne? So. Wir haben ihn jetzt gebaut. Also wenn ich. Zwei. Nein, oder? Fuck. Scheiße. True. Oh, nee. Jetzt überschneidet sich das auch noch. Oh, wie ätzend. Wie ultra ätzend. Oh, ist das eine Grütze. Ich hab das hier alles so. Oh Gott, das ist doch blöd, ey. Ich hab das hier alles so ultra blöd gebaut. Das passt mir gerade gar nicht, wie das ist. Ich will nicht, dass sich das überlappt. Das will ich nicht. Ich finde es hier schon alles hässlich und ach. Dreck. Elendiger Dreck. Verdammt. Gut, dann muss ich das jetzt halt irgendwie einen Tick nach rechts verlagern, hier jetzt von mir aus gesehen. Ist halt leider so. So.
Ja, dann müssen wir irgendwie durch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich denke, ich würde das auf Dauer eh nicht so lassen. Das wird später eh nochmal alles umgemuddelt und keine Ahnung wie. Das ist jetzt nur für den Anfang mehr oder weniger. Ich meine, das sage ich andauernd und fange neues Projekt an und sage, ja, das sieht jetzt nur komisch aus. Das wird nachher nochmal, ja, ja, da gehe ich ran. mal gucken, ob das alles wirklich so zustande kommt. Wir werden sehen. Gut. Die Nummer 3 für die Bänder, Bänder. Kommt, kriege ich die da irgendwie dran? Von hier unten, komm. Oh. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann hatte ich das hier drüben auch gleich gemacht, ne? Genau. Dann muss ich hier wieder... Ja, aber das sollte irgendwie... Das sollte irgendwie hinhauen. So. Gut. Ja, so doch nicht. So, und sag mal. Da habe ich jetzt wieder so eine blöde Überschneidung. Normalerweise würde der ja eins weiter rüber gehen. Ist das ätzend. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ah, hier geht's mit der Überschneidung. Haben wir jetzt eine blöde Beschneidung drinne? Sollte jetzt aber kein Problem darstellen, oder? Huch. Hau ich gegen die Maus hier? Nee, ich denke, das geht. Schön ist es nicht. Aber das war es von Anfang an nicht. Gut. So, denselben Käse. Mal hier drüben nochmal. Oh Mann. Naja, wenn wir es mal nach vorne verlegt haben, haben wir es nach vorne verlegt. Ich fange wieder. Fange ich an? Ich fange hier vorne an, genau. So. So. So sollte das hinhauen. So, wieder hoch machen. Auf 8 Stück. 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Einer noch, ne? Nein. Mal verbinden. Wie habe ich das da drüben? Da habe ich die auch alle nach vorne gezogen. Na? Alle bis auf den vordersten. Den nicht, den habe ich hier drauf gemacht. Den habe ich aber auch 8 hochgezogen, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sollte hinhauen.
Das sollte ja schon reichen, wenn ich ihn eh ein niedriger mache. Genau, das sind das dadurch nach ganz oben gemacht. So. Dann sollte der hier rüber gehen. Er hier sollte da dran gehen. Oh Gott, ich muss hier irgendwie raus. So. Und der sollte erstmal. Wieso? Habe ich den eigentlich zu hoch gebaut? Oh. Guck mal. Dann mache ich den mal weg. Den habe ich ja nämlich auch einen zu hoch. So, den kann ich auch wegmachen. Haben wir wieder ein paar Ressourcen zurückbekommen. Auch schön. Gut. Genau, und von hier aus. Sollte ich das Ganze jetzt ja nicht wirklich, dann muss ich das erstmal hier dran machen. Werde ich das hier, das habe ich genau hier platziert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die Nummer 8. So, was habe ich jetzt, wie habe ich das gemacht? Das oberste, den hier habe ich ganz oben. So, dann hatte ich den eine Etage weiter runter gemacht. Genau, dann fließt der nämlich. Nee, gar nicht wahr. Halt. Das war falsch. Den hatte ich eine Etage weiter runter gemacht. Und den hier, den habe ich zwei Etagen weiter runter gemacht. So. Genau, dann hatte nämlich eine kleine Überschneidung. Die sollte aber kein Problem darstellen. So. Da kommt der dahin. Der würde da dran kommen. Und er hier würde dort drüben hinkommen. So. Oh mein Gott, ist das hässlich. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Darauf trinke ich erstmal ein Schlückchen. Von meinem guten Energy Drink. So. Naja. Also wirklich unglaublich hässlich. Aber hat funktioniert. Ich habe es jetzt so weit, dass wir jetzt jeweils immer drei Anschlüsse haben, dass wir es rausschicken können. So, gut. Das ist erstmal die Hauptsache. Wie gesagt, das wird später alles umgemuddelt. Das gefällt mir gar nicht. Null. Naja. Gut, gut. Jetzt die Frage, was brauche ich? Ich brauche, Rotoren bräuchte ich. Ich brauche Rotoren. Nee, ich brauche Schrauben. Ich brauche Rotoren. Ich brauche verstärkte Eisenplatten und ich brauche Modularrahmen. Was ich vor allem brauche, sind Schrauben erstmal, glaube ich, ne? Ich würde erstmal ganz kurz mal hier so schon mal anfangen. Hier vielleicht so ein paar. Nein. Nein. Schon mal so ein paar Sachen abzubauen. Und dann gucken wir doch gleich mal. Flitze ich nochmal kurz nach oben. Kann nochmal ein bisschen das Grünzeug, was ich in der Tasche habe, in den Schredder schmeißen. Dann bin ich das auch los. Und dann gucke ich mal, was ich für was benötige. Gut, ich meine, für die Schrauben brauche ich die Stangen.
Für verstärkte Eisenplatten brauchte ich... Jetzt muss ich überlegen. Da kann ich eigentlich auch am Dings gucken. An den Fabriken an sich. So, machen wir das alles weg hier. Sehr schön, sehr schön. Guck mal, die nehmen wir mal mit. Dann machen wir das weg. Können wir das als beendet hier erklären. Wie sieht's da aus? Die stecken wir auch gleich mal ein, dann sind die auch weg. Machen wir hier einfach alles zu. Das hier ist alles geschlossen. Wird alles umgesiedelt. Das machen wir alles besser. Können die Fabriken auch weichen. Strom lasse ich erstmal noch stehen. Da gucke ich doch nochmal, wie ich das mache. Da die Zufuhr können wir eigentlich auch kappen. Genau wie die Fabrik, die wir kappen können. Und das Band, den lassen wir mal stehen. Das Zeug holen wir später. Das kloppt mir nur mein ganzes Inventar voll. Das brauche ich jetzt gerade gar nicht. So. Zum einen brauchen wir ganz viele Schrauben. Zum anderen, wie mache ich denn das am besten? Wie mache ich das am besten? Das würde ich vielleicht sogar so freilassen und bis hier gehen. Also einfach mal so 3, 4 Dinger freilassen. Dann fangen wir mal hier an. So, für so ein Konstruktor-Dings da, Bumster, Gedönse, könnte ich hier hinsetzen. Ne? So. Schraubentechnisch. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten mache. Ist vielleicht ein bisschen knapp bemessen so. Dann kann ich eine Zufuhr hier reinlaufen lassen, immer, zack, und dann zack in den nächsten, zack in den nächsten, und dann lassen wir ein Ding immer ablaufen, hier raus, da eins raus, da eins raus, dann haben wir hier 3 Bänder, die auch ein Lager wieder befüllen. Wie mache ich denn das? Oh, das ist doch ätzend. Wie mache ich denn das? Ich muss jetzt kurz hier ein bisschen rumexperimentieren wieder. Ich muss jetzt kurz mal ein bisschen schauen. Ich mache jetzt mal kurz so eine Fabrik. So, zack. Dann gucke ich mal. Ich will die machen. Hoppala. Da war ich jetzt ein bisschen vorschnell. Ich will die machen. Dafür brauche ich Eisenplatten und Schrauben. Alles klar. Dafür brauche ich auch Schrauben. Dafür brauche ich Eisenstangen.
Das heißt. Die zwei muss ich auf jeden Fall aus den, was ich hab, machen. Also Schrauben brauche ich dafür, plus Stangen und Platten. Daraus kriege ich dann verstärkte Dinger. Dafür brauche ich dann die und Stangen. Und ich bräuchte Rotoren. Okay. Oh mein Gott. Das wird jetzt wieder zu viel für mich hier. Ja, da muss ich wieder ein Lager bauen. Schon wieder. Ich habe das Gefühl, ich komme von einem Lager ins nächste. Wie sieht's denn eigentlich, habe ich da mal geschaut gehabt. Da war nichts Neues dazukommen, ne? Nee, von der Geschwindigkeit. Okay. Ja, wir brauchen wieder ein Lager. Kommen wir gar nicht drum rum. Schon wieder. Ich bin nur noch am Lager bauen. Das ist natürlich ungünstig. Ja, nee, dann baue ich das aber auch wieder anders. Dann baue ich das anders. Dann machen wir das so. Dann fangen wir an. Ich lasse hier hinten zwei frei. So, einmal. Zweimal, dreimal. Passt. Dann machen wir Schrauben. Aus den dreien. Das leiten die dann weiter. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht. Ich baue jetzt immer so Lagerblöcke. Ob es nicht einfach Sinn macht, so einen Lagerturm direkt vor der Produktionsstätte hochzuziehen, das ganze Zeug zack, 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 zack da reinlaufen zu lassen und von dort aus dann jeweils irgendwo weiterlaufen zu lassen, anstatt dass ich jedes Mal so einen fetten Block habe, der irgendwo rumsteht. Was macht mehr Sinn? Ich würde das ganz gerne fast schon mal ausprobieren. Wisst ihr, dass ich dann einfach jetzt sage, okay, hier wird das jetzt produziert, Schrauben, ich setze jetzt hier bap, 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 die Container hin. Und dann gehen die da wieder so hoch. Und von dort aus lasse ich das dann rauslaufen. Und dann mache ich dann hier hinten, hier irgendwo die Fabriken, zack, zack, zack. Dann mit drei Fabriken hin, vorne dran die Container, dann bam, bam. Mach die so hoch und lass es da dann rauslaufen. Ich glaube, das ist fast schon besser. Weil das Kuddelmuddel, was ich da hinten hatte, hat sich ja doch schon hier, das ist ja ein Wirrwarr geworden. Ich probiere das jetzt einfach mal. Was habe ich denn schon zu verlieren? Eigentlich nicht viel, ne? So. Hinten habe ich auch 6 gehabt, hier mache ich hier nur 3. Da kann ich die auch ein bisschen auseinandersetzen, das passt ja eigentlich. Und wie hoch habe ich die immer gebaut? Also das würde ich vielleicht sogar beibehalten wollen von der Höhe her. 1, 2, 3, 4, 5.
Ich muss mich halt ein bisschen ausprobieren. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann könnte ich ja einfach sagen, guck mal hier, zack, zack, zack. Eventuell wird es dann, also das wird definitiv nochmal alles umstrukturiert, aber dann werde ich das eventuell nämlich, wenn das gut funktionieren sollte, da hinten genauso anwenden. Weil so wie das hier steht, das gefällt mir gar nicht. Das ist ja, das sieht ja mordsmäßig kacke aus. Also ganz ehrlich. Okay, Stangen brauchte ich. Stangen, Stangen, Stangen. Dann bräuchte ich hier wieder so einen Fusionierer. Nee, Splitter. Genau. Der wird befüllt von hier. So. Dann würde ich den drehen. So. Und so. Ich weiß natürlich nicht, welches Band das ist, was am schnellsten hier produziert. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal das. Ich hoffe, ich kriege meine Produktion da vorne ja sowieso ein bisschen in die Gänge. Ich denke mal, bei drei Dingern sollte das auch einigermaßen gehen. 6 war halt ein bisschen sehr viel. Da habe ich es halt ein bisschen sehr gut gemeint. Naja. Gut, dann kann ich das hier... Das kann ich schon mal einstellen, schnell. Beziehungsweise ich brauche auch noch Strom. Hier sollen aber Schrauben produziert werden. Schrauben. Und auch hier sollen Schrauben produziert werden. Dann machen wir... Das hier wieder. So. Auch manchmal einfach verrutscht, ne? Das ist echt ätzend. So. Das Ganze müssen wir mit Strom versorgen. Müsste ja eigentlich von hier aus reichen. So, habe ich dann 2, habe ich hier. Mal hier so ziemlich dicht dahin, das stört mich jetzt gerade nicht. Aber mich juckt's. So. Gut. Dann sollte er doch jetzt fleißig Schrauben produzieren, beziehungsweise alle 3. Jo, machen sie. Sehr schön. Gut, die werden dann befüllt, dann hätte ich mein Schraubenproblem hoffentlich bald im Griff.
Gut. Baustelle Nummer 1, soweit versorgt. Alles klar. Geht's weiter mit den da lasse ich ein bisschen Luft. Ein bisschen breiter. Die Frage, was produziere ich hier? Ich würde fast sagen, verstärkte Eisenplatten. Das wäre das, was am meisten Sinn macht gerade hier. Ja. Überall verstärkte Eisenplatten, bitte. Die lasse ich dann auch wieder in Container laufen. Ich mache die halt auf, genau auf die Ebene von dem, ist ja eigentlich egal, ob ich die jetzt dicht beieinander habe und ob das dann so in die Richtung zusammenläuft oder so. Ich meine, ich kann hier eh nicht so viel bauen, wenn das so weit raussteht. So. Gut, dann machen wir hier wieder welche oben drauf natürlich. Stangen fehlen mir. Ja, sieh mal einer an. Dann hole ich mir doch schnell welche. Nee, schnell rüber hier. Zack, zack. Wie sieht's aus? Hallo? Wo sind meine ganzen Stangen hin? Das prangere ich an. Hier oben sind noch welche drin, ne? Hier füllt sich sehr, sehr langsam. Hier füllt sich noch langsamer. Und wir nehmen schon von dem, der eigentlich am besten befüllt ist. Oh Backe, oh Backe. ich nehme jetzt einfach mal hier fleißig mit. Aber das bedeutet, wir müssen hier auf jeden Fall mehr Tempo reinbringen in die ganzen Sachen. Sonst wird das nichts mehr. Plumps. Ja, ich muss da echt Geschwindigkeit reinbringen, sonst kriege ich hier echt ein Problem. So, aber ich sehe schon wieder, die Folge ist schon wieder rum. Das geht immer so schnell, ne? Da guckst du einmal auf die Uhr, guckst drauf, oh ja, 5 Minuten erst aufgenommen, guckst nochmal auf die Uhr, oh, 40 Minuten. Das geht schnell. So, einmal strecken. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ich sollte auf jeden Fall, ich kann gerade mal schauen, aber, ne. Es mangelt ein bisschen an verstärkten Eisenplatten. Vielleicht nehme ich die Coupons gleich, kaufe nochmal verstärkte Eisenplatten und dann werten wir den ganzen Kram da vorne mal auf Stufe 2 zumindest schon mal auf, von der Geschwindigkeit her. Ja, dass das einfach alles schneller fließt. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Bevor ich hier weitermache, würde ich das gleich vielleicht einfach mal angehen.
Gut, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dahin. Ciao.